Hallo, hallo. Ja, Aufnahme gestartet. Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video. Da ist Kim mit ihrem neuen Moped. Sexy, hexy, bexy. Geht ganz schön ab, die flotte Maschine. Kim, die hängt mich jetzt immer ab hier. Das geht ja gar nicht. Wir wollen ein paar Picks machen, fahren. Und dabei. Oh, ich habe mein Lenkradschloss noch drin. Dabei nehmen wir euch natürlich mit, ne? Ist ja klar. Content ist Content. Oh, ich muss noch tanken. Kim? Ich muss noch tanken. Tanken, tanken. Kim hört Musik. Wir sind nicht über Sena verbunden. Was dann wieder von der Aufnahme so beschissen ist. Das zu synchronisieren. Ich muss mal gucken, ob ich mir mal so ein. Ob ich mir so ein. Sena CNC oder irgendwas, wo ich das dann mit aufnehmen kann, hole oder so. Das wird mal langsam irgendwie bitter nötig. Moinsen. Weil, oh, na, da kommt gerade das Essen wieder hoch. Wir waren gerade essen. Lecker Döner. Da kommt alles wieder hoch. Ey. Gleich Gott sich nehmen. Ja, lecker übrigens. was wollte ich jetzt gerade? Jetzt war ich hier wieder abgelenkt. Ach so, genau, so ein CNC wär echt mal praktisch oder so. Weil ich so viel mit Kim, Nadine und irgendwie allen so rumfahre, die alle einen Sehner haben. Und dann fürs Video ist das kacke, wenn ich den Ton von denen, also die, das was sie reden, nicht mit drauf habe, weil dann macht das Ganze irgendwie gar keinen Sinn. Rum. So, jetzt muss ich nochmal tanken. 117 Kilometer. Das Maschinchen, das schluckt. Als hätte es ein Loch, der Tank. Oh, ist da noch was frei? Oh. Wo kriege ich wohl als erstes ein Blatt? Da. Komm schon, wie dreht der Schlüssel jetzt nicht raus? Also. Ich würde dann falsch stellen, stehen. Na, wie viel Euro passen da rein? 10 Euro? Genau, glatt 10. Und jetzt keinen Tropfen auf den Tank, bitte. Jawohl. Komm schon. Da. Gut rein bezahlen. Boah, da liegt Geld. Boah, da ist der. Da wirst du ja glatt reich. Was? Mein Handy. Okay. Moin! Silvia Marco. Jo, moin. Moin. Auch unterwegs, schöne Wetter nutzen. Ja. Darf ich auch reinschneiden? Ja. Ja. Wollt ihr wen grüßen oder so? Nee, nicht wirklich. Alles klar, wir fahren mal weiter, ne? Ja. Viel Spaß euch noch. Ja. Ciao. So, voll getankt. Es gibt noch Leute, die mich kennen, wie ihr gesehen habt. 10 Euro haben reingepasst. Moinsen. Das ist halt bei dem. Das ist halt eine Sache, die mich dermaßen nervt bei dem Motorrad. So dieses. Man fährt und tankt. Man fährt 100 Kilometer und tankt, so ungefähr. Also ich komme mit einer Tankfüllung so bei 140 Kilometern, wenn ich so gemäßigt fahre, 140 Kilometern geht Reserve an. Das ist halt schon so auf Dauer ziemlich nervig. Aber das Moped macht an sich macht das viel Spaß. So, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir einen Spot finden, wo man so Fotos taken kann. Ich habe keine Ahnung, wo man das so in die Wege leiten kann. Da sind aber auch verdammt viele unterwegs, ey. So gefühlt jedes 10. Fahrzeug ist ein Motorrad. Bei dem Wetter kann man es auch nicht verübeln. Jetzt sehen da vorne die Wolken zwar nicht mehr so schön aus, aber man kann es nicht verübeln. Ja, guck, da ist schon das nächste Moped. Ich sag ja, heute ist Moped, alle, da kommt das nächste, ja,
fahren so viele Mopeds heute rum, ey, das sieht man das ganze Jahr aber nicht so viele. Das Wetter super angenehm, mit Pulli-Überleder-Kombi kann man richtig gemütlich rumgurken. Hier kann man vielleicht ein paar Fotos taken. So auf dem freien Feld. Das sieht doch schön aus. Kann man mit der Sonne so. Ich habe auch so einen Drang, immer auf diese ganzen Feldwege zu fahren. Okay. So. Das sieht schön aus, bestimmt. Das Besseres fällt mir nicht ein. Jetzt taken wir erstmal ein paar Fotos. Hey. Der Wind kommt von da, also ja. Sie steht schon fast so gerade, da könntest du einen Ölwechsel machen. Nein, ein bisschen steht die nach links gekippt. Ja, ich weiß, aber nicht viel. Warte. Der Wind kommt von da. Also die weht nach, drückt sich nach da. Wenn der Wind von da kommen würde. Meine steht aber auch ziemlich gerade. Ich kenne irgendwie nicht so viele Fotospots in meiner Umgebung. Ich habe gesagt, ich kenne irgendwie nicht so viele Fotospots. Und das sah gerade irgendwie ganz schick aus. So ein bisschen Horizont, ein bisschen Bauernschaft. Hui. Das hört sich an wie ein Moped, oder? Ja. Irgendwie schon. Oh, ich habe die falsch rum. Ach du Scheiße! Ach, da habe ich mich übrigens letztes Jahr auf die Fresse gelegt. Ich habe nichts gesehen. Nasse Straße, Kreisverkehr. Ist nicht gut, ich sag's euch. Kann ich ja mal eine Storytime zumachen, wenn ihr da Bock drauf habt. Schreibt's in die Kommentare. Ich hab's auf jeden Fall nicht aufgenommen. Puh, 200 Kilo! So. Boah, du hast doch Porträtmodus sogar, ne? Ich schon, ja. Ich aber nicht. Da muss ich mir mal dein Handy gleich ausleihen. Es gibt immer so schöne Fotos. Was? Da muss ich so fotografieren, dass das egal ist. So. Boah, dieser Bremsflüssigkeitsbehälter. Das ist ja mal dermaßen hässlich, oder? Oh, schön. Dieses ganze Kabelgewirr, das will ich mal. So, jetzt nicht, steht das nicht so vor. Oh oh! Ein Trecker kommt! Wir werden alle sterben! Was? Oh. Mann! Immerhin eine positive Sache. Immerhin eine positive Sache, dass der auf Feld fährt. Na, sowas auch. Warum geht denn die Gesichtserkennung mit Helm nicht? Ich muss mich mit Helm noch als Face ID einspeichern. Ich glaube aber nicht, dass das geht. Was hast du vor? Die hört mich hier nicht. Was hast du vor? Mein Moped anders hinstellen. Ah. Soll ich dir helfen?
Soll ich dir helfen? Nein. Okay. Ja, ich hab da noch eine Liebe vorgemeint. So, willst du noch eins, wo du drauf sitzt? Nein. Ja, gleich. Warte. Ruhig, immer mit der Ruhe. Ruhig. Willst du eins, wo ich drauf sitze? Was? Ob du eins willst, wo ich drauf sitze? Was bringt mir das denn? Weiß nicht. Weißt du, was der Kack ist? Jetzt muss ich erst meinen Pulli ausziehen. Weil orange ist trocken. Und sie sind nichts gut. Kannst du meinen drüber ziehen? Alles klar, Schatz. Obwohl du siehst schon echt prächtig aus im Pulli. Was ist? Wenn der Wind da so reinbläst, hast du richtig Bauch. Ja, ich bin fett, weißt du? Ja, sollst du mal abnehmen gehen? Kommt ja nicht. Und down. Ich dreh mich weg, ich guck nicht hin. Sneaky, sneaky. Boah, ist so windig. Die wird mich töten. Ich kann keinen Zopf. Bist du behindert? Schatz. Ich weiß, was ein Zopf ist, oder? Ich brauche mir nichts gemacht, nichts. Gib mir mal das Gummi. Boah, ist das eine Matte, ey. So, wie mache ich das jetzt hier? Hey, so, nee. Warte mal. Ach, ich muss erstmal einmal drum machen, ne? Ja. Schon mal. Nein, Schatz. Ich hab nicht so lange Haare. So über Kreuz. Das ist das Grauen. Ich versuch die da ja reinzustopfen. Ja, das klappt ja nicht. Ich hab's versucht! Boah, wie soll ich die Scheiße da jetzt wieder rauskriegen? Super, jetzt ist mein Haar kaputt, geil. Tut mir leid. Der Wille war da. Ich glaube, du kannst das besser. Oh, mein Schatten ist dann drauf, warte mal. Krieg ich das hin, dass der. Oh, anstrengende Tortur. Leute, ich nehme mich noch raus. Ja. Leute, ich hoffe, euch hat das kleine Fotoshooting-Video gefallen. Ein bisschen random. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Gehabt euch wohl. Euer Herr Newstime. Ach nee, das war ja gar nicht ich. Tschüssi.